Profiboxer Odlanier Solis hat es nach der K.O.-Niederlage gegen Vitali Klitschko ziemlich schwer erwischt. Nach einer ersten Behandlung in Köln soll ihm am Donnerstag in München ein künstliches Kreuzband einoperiert werden. Mindestens genauso spannend wie der Kampf am Samstag war die verbale Auseinandersetzung der Boxpromoter bei der Pressekonferenz. Das rechte Knie ist stark geschwollen. Eine Operation nötig. Odlanier Solis am Nachmittag im Krankenhaus in Köln. Bei diesem Treffer von Vitali Klitschko schon in der ersten Runde knickt Solis um, taumelt und geht zu Boden. Erst in der Zeitlupe erkennt man den Zeitpunkt der Verletzung richtig. Ich bin nicht wegen des Schlages zu Boden gegangen. Ich wollte ausweichen und dann habe ich mir das Knie verdreht. Das sieht der alte und neue Weltmeister Vitali Klitschko anders. Im Ring hat der 39-Jährige zunächst gedacht, Solis würde die Verletzung nur vortäuschen. Einige Monate wird Solis nun pausieren müssen, will dann aber laut seinem Management zurückkommen. Er darf nicht wieder so eine fette Kartoffel werden, er muss jetzt quasi unten bleiben. Und das ist jetzt eine Frage seiner mentalen Stärke. Ob Gewicht halten reicht für einen Rückkampf? Öner will den unbedingt für Solis, der in der ersten Runde durchaus gezeigt hat, was er kann. Doch Öners Beschimpfungen von Klitschko-Manager Bernd Bönte auf der Pressekonferenz nach dem Kampf werden die Chancen nicht gerade erhöhen. Aber dieser Mann ist nur ein Provozierer sein. Halt die Fresse! Vitali Klitschko wird aufgrund seiner Kurzarbeit aber wohl noch vor dem 20. Juni und dem Megakampf von Bruder Wladimir gegen David Haye wieder boxen. Dann hoffentlich länger als 3 Minuten.